Die Lage ist dramatisch, aber nicht sehr ernst, sonst wären die Aktienmärkte nicht 3 Tage in Folge hintereinander gestiegen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dem Ausblick, was an einem sehr, sehr langen Freitag heute zu erwarten ist. Wir schauen uns mal die Lage vor dem Wochenende an und wie gesagt, die Lage ist dramatisch. Schauen wir uns mal, wenn Sie denken, ich übertreibe hier ein bisschen, ja, ich würde das etwas überdramatisieren. Dann schauen wir uns mal die Jobless Claims von gestern an und vergleichen diese Jobless Claims mit anderen Krisen. Globale Finanzkrise, Dotcom-Blase geplatzt, Rezession 90er Jahre, Fed-Chef Volcker, die Zinsen massiv angehoben, Ölschock in den 70er Jahren, Ölkrise. Und niemals waren wir auch nur annähernd in der Nähe von 1 Million Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Gestern hatten wir ja 3 Millionen plus X. Ich glaube, es waren 3,28 Millionen. Jedenfalls eine Zahl, die natürlich massiv ist, eine völlig andere Dimensionierung hat. Schauen wir uns mal an, warum das Ganze ein Problem ist. Wir haben sehr, sehr wenige Zahlen, ich hatte das gestern schon gesagt, vielleicht noch nicht so richtig klar gemacht, sehr wenige Erstanträge aus New York gehabt. Wir haben wenig wirklich aus dem Hotspot der Coronavirus-Lockdowns. Das heißt, wir sehen die Situation, dass wahrscheinlich viele New Yorker gar nicht hingegangen sind, um sich Arbeitslose zu melden, weil eben dieser Lockdown passiert, der Shutdown der Fall ist, weil man eben zu Hause bleibt grundsätzlich und denkt, okay, ich gucke erst mal, was da passiert. Und das bedeutet, dass wir hier immer mehr Zahlen bekommen werden, auch in der nächsten Woche, dass also diese ganze Geschichte wirklich eine andere Dimension hat als alles das, was bisher der Fall war, im Mindesten für Millionen von Menschen, die da arbeitslos geworden sind. Deswegen auch der Titel der New York Times heute, Job Losses, US Virus Cases, the top. Das heißt, jetzt sind die Amerikaner die klare Nummer eins, was die Coronavirus-Fälle betrifft. Das hat sich gestern schon ein bisschen abgezeichnet. Wir haben jetzt 85.594 Fälle. Damit die USA deutlich vor China mit 81.300. Dann kommt Italien mit über 80.000, wovon 8.215 Tote sind. Das heißt, die Italiener haben nach dieser Berechnung, nach diesen Zahlen, eine Mortalitätsrate von 10%. Jeder Zehnte, der Coronavirus hat, verstirbt. Woran liegt das? Das ist vielleicht eine der ganz großen Fragen. Italien hat kein schlechtes Gesundheitssystem, zumindest kein richtig schlechtes im Norden des Landes. Also das ist ja nicht irgendwie jetzt eine dramatische, prekäre Situation, dass man die Infrastruktur gar nicht hätte. In Norditalien gibt es sehr ordentliche Krankenhäuser. Warum ist diese Sterberate so hoch und warum ist etwa die Sterberate in Deutschland so gering mit 267 Fällen bei knapp 44.000 Fällen? Völlig andere Dimension, völlig anderes Spielfeld hat man das Gefühl. Ist es die Qualität der deutschen Krankenhäuser? Ich glaube nicht, das kann ich mir eigentlich nicht erklären. Wer im Gesundheitswesen hier tätig ist oder Leute kennt, die im Gesundheitswesen tätig ist, der kennt auch durchaus die Mängel des deutschen Gesundheitswesens. Spanien jedenfalls auch mit einer sehr, sehr hohen Zahl. 4.365 Tote bei 57.786 Infizierten. Also das geht auch schon in Richtung 10%, liegt auf jeden Fall deutlich über 5% Mortalitätsrate. Das sind so die großen Rätsel und das sind die Fragestellungen, die eben auf uns zukommen. Ist das Ganze jetzt irgendwie nur in bestimmten Ländern so virulent, dass die Leute auch versterben, in anderen nicht? Woran liegt das? Was bedeutet das für die Länge und Dauer dieser Coronavirus-Krise? Und diese Frage ist wahrscheinlich für die Märkte ja insgesamt entscheidend. Schauen wir uns mal an hier, dass zum Beispiel New York, wenn es jetzt ein eigenes Land wäre, die Stadt New York, dann wäre das Land an fünfter Stelle, was die Coronavirus-Infektionen betrifft. Also es konzentriert sich und fokussiert sich auf New York. Die USA haben jetzt China überholt und wir haben heute ein Telefonat von Donald Trump mit Xi Jinping und einen Tweet von Donald Trump, wo er sagte, gerade mit Xi Jinping telefoniert, super Gespräch, super konstruktiv. Was erstaunlich ist in diesem Tweet, fehlt die Begrifflichkeit Chinese Virus. Also plötzlich ist es nicht der chinesische Virus, wäre auch ein bisschen sehr unhöflich, das nochmal so zu formulieren, was Trump schon öfter formuliert hat, ganz im Gegensatz zu den Regeln der WHO, die solche Titulierungen für wissenschaftlich schwachsinnig hält. Jedenfalls dann auch Chinas Medien mit Aussagen, ja, war konstruktiv etc. etc. Das hat heute Morgen so ein bisschen die Stimmung wieder gehoben, die im asiatischen Handel dann doch ein bisschen eingetrübt war. Dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir, wenn die Geschichte so weitergeht in den USA,
Wenn die Initial Jobless Claims, die wir gestern gesehen haben, die deuten darauf hin, dass wir eine 20% Arbeitslosenquote bald haben werden in den USA. 20%. Wir haben derzeit ja 3, ein paar zerquetschte Prozent, also minimal, wobei diese Berechnung der Arbeitslosenquote in den USA praktisch zu vergessen ist. Das basiert auf einer Telefonumfrage, die nicht wirklich sehr valide ist. Wenn Sie sich mal anschauen, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe immerhin von Ämtern erhoben werden, während diese ganze Geschichte mit Arbeitslosenquote, mit Non-Farm Payrolls, mit neuen Jobs außerhalb der Landwirtschaft, die ja in der nächsten Woche am Freitag dann publiziert werden, das sind Daten, die können Sie inzwischen in den Müll schmeißen. Vor allem dann, wenn man die Vorjahre wie bei den Non-Farm Payrolls dann mal um viele hunderttausend nach unten revidiert, dann sind diese Daten Müll, sind eigentlich Dreck, während wir hier bei diesen Jobless Claims jetzt wirklich die wichtigen Daten haben. Das wird ab jetzt sozusagen das Kernthema der amerikanischen Konjunktur jeden Donnerstag. Also 20% Arbeitslosenquote, das wäre nicht wenig. Jetzt ist heute die entscheidende Frage, der US-Kongress muss diese Abstimmung machen über diese 2-Billionen-Bill. Und jetzt ist das Problem, so könnte man sagen, dass eigentlich die US-Abgeordneten hier 24 Stunden vor der Sitzung hätten informiert werden sollen, was aber scheinbar nicht passiert ist. Um 14 Uhr deutscher Zeit soll diese Abstimmung beginnen. Jetzt kann es aber sein, dass viele gar nicht anreisen können oder wollen, weil etwa gar keine Flüge mehr vorhanden sind. Nur noch 10% der Flugkapazität in den USA findet überhaupt statt. Jetzt kann es sein eben auch, dass dieses Votum nicht stattfinden kann, wenn jemand sagt, nein, ich möchte, nämlich einer dieser Abgeordneten, ich möchte, dass alle hier anwesend sind und wir nicht eine Voice-Abstimmung machen, also praktisch mit Aufzeichnung der Abstimmung. Das wird dann über ein Abhörgerät abgespielt und wird dann als vollgültige Stimme gezählt. Das ist jetzt in Frage gestellt, ob dieses Abhörverfahren überhaupt möglich ist oder sich wirklich durchsetzen kann oder ob ein einziger Abgeordneter darauf besteht, dass die Anwesende oder dass hier Anwesenheitspflicht ist für diese Abstimmung. Und wenn das der Fall ist, dann würde die ganze Geschichte nochmal richtig kippen. Dann würde sich dieses 2-Billionen-Dollar-Paket nochmal deutlich nach hinten verschieben. Das wäre für Trump natürlich eine Katastrophe. Der möchte jetzt einige Gebiete wieder aufsperren. Er sagt hier zum Beispiel Texas oder den Farm Belt, also den mittleren Westen. Da können wir doch in einzelnen Regionen was machen. Dann hat Trump auch in einem Interview bei Fox gesagt, heute Nacht, dass dieser republikanische Konvent, der im August geplant ist und wo er dann ja als Präsidentschaftskandidat der Republikaner präsentiert werden soll, der praktisch sein Amt ja dann fortführt, das wird auf keinen Fall ausfallen, hat Trump gesagt. Naja, im August ist noch ein bisschen hin, aber wer kann schon sagen, ob irgendwas ausfällt im August. Heute jedenfalls haben wir Daten, zwei wichtige Daten, persönliche Einkommen, Ausgaben aus den USA, allerdings die Daten aus dem Februar, aber die Märzdaten dürften dann eine Katastrophe werden, aber auch das Verbrauchervertrauen Uni Michigan wird wichtig. Und wenn wir jetzt mal den Switch nach Deutschland machen, dann sehen wir, dass S&P, die Ratingagentur, der Leitwolf unter den Ratingagenturen, die deutschen Autokonzerne abgestuft hat. BMW auf A negativ von A plus, S&P stuft dann Daimler auf Triple B plus von A minus ab. Das ist dann schon ein Triple B, das ist unschön. Und Volkswagen auch Triple B plus negativ von Triple B plus stable. Also da wird sozusagen schon mal die gesamte Autoindustrie abgestraft. Man schätzt zum Beispiel seitens der britischen Autoindustrie, dass man 15% Autos weniger produzieren wird in diesem Jahr. Jedenfalls sehen wir, dass insgesamt natürlich jetzt neue Bepreisungen stattfinden müssen. Wir sehen hier zum Beispiel den Tweet von Holger Zsipich von der Welt, der hier mal zeigte den Preis für ein CDS, also für ein Credit Default Swap, eine Kreditausfallversicherung auf die Deutsche Bank. Schießt massiv nach oben. Auch die Preise für deutsche Anleihen haben sich oder die Ausfallversicherungen haben sich verdoppelt. Das ist etwas, was sozusagen jetzt eigentlich im Fokus ist. Und wir sehen das gleiche Bild auch in den USA, wo die Kosten eben massiv steigen, wenn man sich gegen Kreditausfälle der USA versichern will. Klar, wir sind jetzt all in. Fed-Chef Paul hat versprochen, es gibt keine Grenze in Sachen Liquidität. Man will Billionen reinpumpen, gleichzeitig stockt die Wirtschaft, um es mal sehr vorsichtig zu formulieren. Das ist eigentlich so, dass man dann nicht wie Fitch es jetzt hier gemacht hat und wie Chapich in diesem Tweet zeigt, eigentlich die USA auf AAA belassen kann in der Rating-Einstufung. However, schauen wir uns noch ein paar Charts an. Was wir hier sehen, ist The DAX, der aktuell bei
9.800 Punkten steht die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren. Nur falls ich es vergessen haben sollte, wollte ich es nochmal erwähnen. Wir sehen, dass der Dow Jones, den ich jetzt mal ins Spiel bringe, aktuell bei 22.182 Punkten hantierte. Wir hatten gestern ja diese Fortsetzung der Rallye etwa beim S&P 500, der aktuell bei 2.584 handelt. Ich hatte gesagt, diese Bärenmarkt-Rallye kann durchaus weit über die 2600er Marke gehen. Wir sehen, dass der Euro ein bisschen schwächer wird, wie der Dollarstärke reinkommt. Nicht so ein gutes Zeichen. 1,1032. Wir sehen Gold dann bei 1635 und das amerikanische Crude Oil, wenn ich es denn finde, da ist es, bei 23,89 $. Nach wie vor ziemlich depressiv. Also das ist die Situation heute. Wichtig, diese Bill, die verabschiedet werden soll. Kommt die zustande? 14 Uhr soll eigentlich die Abstimmung beginnen. Sind da die Leute anwesend? Wird es diese persönliche Abstimmung geben oder wird es die Voice-Abstimmung geben, die Stimmabstimmung sozusagen mit Voice-Recording? Das ist jetzt kurzfristig die zentrale Frage. Was passiert in New York weiter? Wie wird sich die Anzahl derjenigen verhalten, die sozusagen eingeliefert werden? Katastrophale Zustände in New Yorker Krankenhäusern. Wie man hört, meine Frau hat in Elmhurst, das ist praktisch jetzt das Epizentrum, ein halbes Jahr als Ärztin gearbeitet. Sie sagt, das ist der internationalste Platz, den man in New York haben kann. Das ist mit Abstand internationalste Viertel in Queens. Indische Oberärzte, griechische Oberärzte aus aller Herren Länder. Sie hat noch nie eine so internationale Besetzung gesehen und es ist sozusagen das Zentrum der Globalisierung, viel mehr als Manhattan, wenn man so will, wo jetzt diese Coronavirus-Epidemie in den USA massiv ausbricht. Wie auch immer, man darf gespannt sein, was heute vor einem sehr, sehr langen Wochenende und ein sehr langer Freitag, den wir jetzt vor uns haben, was da passieren wird. Ich wünsche jedenfalls das Allerbeste. Und hör jetzt auf, einmal aufzureden, ist ja auch genug gesagt. Also, meine Damen und Herren, Servus und Ciao.